So, hallo und alle zur nächsten Folge der allseits beliebten Serie, dem Spark beim Verzweifeln zuschauen. Wir finden immer noch nicht weiter, kein Dorf, kein gar nichts, sind gerade aus einer Höhle irgendwie raus und ich versuche jetzt gerade mal, warte mal kurz, irgendwo in die Richtung nach Hause zu gehen. Da müsste ich, glaube ich, da lang, so ganz grob. Ich habe hier jede Menge Zeug dabei, eigentlich schon genug Zeug, dass es nicht wert wäre zu sterben und zu riskieren, dass es wieder verloren geht. Das heißt, ich glaube, ich gehe dann mal so Richtung nach Hause, lade das Zeug ab und mache als Ziel einfach mal einen Eisengolem. Das ist im Moment ein bisschen einfacher, als ein Dorf zu finden und ja, ich glaube, das Sinnvollste, was ich so halbwegs machen kann. Ich sprinte da einfach mal hin, irgendwo so da in die Richtung bei, warte mal, ich habe es mir aufgeschrieben, 201 und 311 auf den Koordinaten. Hab ich gerade mal kurz informiert, geguckt, was ich aufgeschrieben habe. Ja, also irgendwo da. Mein Eisengolem geht schnell. Das ist so, ich möchte ein bisschen vorwärts kommen. So ein kleines bisschen nur. Muss nicht gleich hier die Welt erobern, aber so ein kleines bisschen vorwärts wäre nicht schlecht. So, und ich überlege jetzt auch gerade, ob ich weiter sprinten sollte oder doch lieber nicht. Und davon ist wieder so ein Flat. Oh, das ist wieder Flat-Gebiet. Auch wenn das irgendwie nichts bringt, weil in dem Flat-Gebiet trotzdem keine Dörfer spawnen, komischerweise. Warum auch immer, da hinten auch nicht. Da vorne gucke ich nochmal. Vielleicht war ich auch da schon. Es kann sein, dass da irgendwo die Stelle mit den Wölfen war. Ich war nicht bei 811 und 680. Ja, das könnte ungefähr da sein. Das könnte ungefähr da sein, hier irgendwo. Aber da ich ja schon den einen Wolf fertig habe, dann war es das. Pass mal auf. Ich habe jetzt höchstens noch eine Sache überlegt, wie man das mit den Dörfern vielleicht lösen könnte. Und zwar, es macht, glaube ich, keinen Sinn, wenn ich jetzt weiter durch die Gegend eier, weil ich bin jetzt schon fast in alle Richtungen einmal rumgelaufen. Ich habe nirgendwo ein angrenzendes Biom so wirklich gefunden. Apropos, ich will gerade einen Karotten anbauen. Ha, weil ich gerade die Pferde hier sehe. Ich habe nirgendwo ein angrenzendes Biom gesehen, was irgendwie passt oder so. Ich werde aber in die Hölle dann gehen. Mir etwas weiter entfernt ein Höllenportal erstellen oder durchgehen und hoffen, dass ich irgendwo in einem Dschungel oder an was Warmen spawne. Weil so kannst du es hier vergessen. Komme ich nicht weiter. Nee, ich finde hier nichts Warmes mehr. Ich bin die ganze Zeit immer nur in... ja, eher kalt bis mittelwarmen Gebieten und das ist, ja, schlecht. Und hier sind eine Menge Ponys. Pony-Omat. Kannst du den Kleinen draufsetzen? Nee, geht nicht. Ach so, muss ich auf der Faust. Mit der Faust, glaube ich, rein. Boot brauche ich wahrscheinlich eh nicht mehr als gleich. Ja, ist genau so. Aber da ich keinen Sattel habe, bringt mir das gar nichts. Guck mal, da war ich hier richtig. Ah, so ungefähr. Da in die Richtung. Wenn ich jeweils Ponys brauche, weiß ich, wo ich hin muss. Die gibt es nämlich hier, und zwar zu rauen Mengen. Einfach einen Sack mitnehmen und das war's. So, übrigens, Sumpfgebiete habe ich jetzt... Warte mal, war ich... Doch, ich habe eins gesehen. Das war irgendwo ganz hinten, aber das war noch bei Tag oder so, sind keine Slimes gespawnt. Deshalb kann ich auch nicht diese Schlingen machen, die ja irgendwie dazu da sind, um die hier, ja, zu führen, die Tiere. Töte sie eh wieder. Also ich hätte sonst ein Pferd oder so mit zur Basis geschleift oder irgend sowas oder... Ja. Was fehlt denn eigentlich noch von den Tieren jetzt? Kuh habe ich. Schwein und Pferd fehlt. Weil die nämlich nur mit Karotten gezüchtet werden können. Genau. Ich weiß es gar nicht mehr, ob ein Pferd von Karotten gezüchtet. Ich glaube es, weil es jemand mal erwähnt hat. Ich glaube, ein Skater hat es mal erwähnt. Ich habe es gar nicht im Kopf, weil Getreide ging, glaube ich, nicht. Naja. Oh, ich bin wieder im Wald drin. Ist das wieder mein Wald? Doch, das könnte mein Wald sein. Jetzt muss ich nur noch da vorne einmal so geradewegs hier so schon schräg in Richtung laufen, dann bin ich da. Einfach so ein paar hundert Blöcke da lang. Dann den Berg hochkraxeln, wie immer. Und dann kann ich das Zeug raus tun. Aber Eisenkohle. Den machen wir, meine Freunde, den machen wir. Den machen wir. Und ich bin auch übelst hart skeptisch, wie es denn aussieht mit dem Ziel des Wither, also mit dem Beacon, mit dem Wither-Kopf. Ich bin hart am Überlegen. Ich habe das Ziel ehrlich gesagt nur genommen, weil ich 30 Ziele haben wollte, nicht 29. Das hat sich doof angehört. Ich bin am Überlegen, ob ich das Ziel vielleicht rausnehmen sollte, weil es einfach zu übertrieben ist. Es ist zu übertrieben. Man muss jetzt mal eine Höllenfestung finden, okay, aber dann auch noch ewig dann die Köpfe farmen. Ich glaube, ohne Witz, ich werde dieses Ziel rausnehmen, weil wir ansonsten nie fertig werden. Nie. Und ich glaube nicht, dass jemand schon wirklich effektiv damit angefangen hat, daran zu arbeiten. Ich würde es mal im Voraus jetzt schon fast so halb ausschließen, aber ihr könnt mal ganz kurz dazu sagen, was ihr so meint. Wäre das schlimm, wenn wir das rausnehmen, weil es ist einfach mit der Zeit aber trotzdem ein bisschen übertrieben. Jedenfalls, okay, ich stelle jetzt erstmal so einen Raum.
einfach mal in Form des Kommentars da schreiben. Ich weiß, das ist jetzt so im Nachhinein noch ein bisschen abgeändert, das gefällt mir auch nicht so ganz, aber ich habe keine andere Wahl. Was will ich denn groß anders noch machen? Das war halt geplant, bevor man es einmal durchgeführt hat. Ich meine, mir war schon klar, dass das ein bisschen aufwendig sein wird, aber da sich das jetzt schon so hart hinzieht, wäre das, glaube ich, mit dem Wither-Kopf dann noch zusätzlich ein bisschen zu viel. Also ich meine, auch bei Folgentechnisch und was weiß ich nicht alles. Es wäre dann einfach auf Dauer zu viel, glaube ich, für alle mit Nerven und Strapazen. Deshalb dachte ich, das könnten wir vielleicht lassen. Nur so nebenbei. Wollte ich mal kurz irgendwie erwähnen und so. Einfach mal kurz Bescheid sagen, was ihr davon haltet. Und dann gucken wir mal. So. Dies und das. Ich will die Spitzhacke nicht zerhauen, weil ich wollte ja, wie gesagt, ein Portal noch woanders machen. Das heißt, ich brauche die noch, um Obsidian abzuernten. Hier richtig? 201 und 311. Ja, fast bin ich richtig. 201 und 311. Da vorne nach rechts. Oh, hier sind kleine Höhlen. Dort geht's wieder raus. Ich sehe ein Licht am Ende des Tunnels, ja. Genau, geht's hier da raus. Sondern jetzt einfach nur nach rechts. Und dann bin ich auch schon wieder an meinem Zuhause. Da oben sehe ich das Getreidefeld. Yay, ich bin richtig. Aber wie ihr seht, weit und breit nichts zu sehen. Muss ja zu den harten Methoden greifen und halt ein Portal erstellen. Dann dahin düsen, und zwar in Lichtgeschwindigkeit. Weil 8 Blöcke im Nether sind ja ein Block in real. Also was ist real? In der realen Welt. Und boah, ich fange schon wieder fast an zu gehen, denn es ist schon wieder sehr spät. Heute, wo ich die Folge fertig mache, natürlich ist es immer spät. Kann ja gar nicht anders funktionieren als spät. Was es auch nicht funktionieren kann, ist hier oben das, auf diese Art und Weise, wo hier nur Getreide ist, hier muss eine Karotte mal hin. So, Karotte, auf dass du wachsen mögest. So. Ah, schön, endlich zu Hause. Lagerplatz. Ich hab's wieder übertrieben, ne? Es kommt raus. Schrott kommt raus. Der Bogen kann weg. Das kann weg. Oder auch nicht. Es will nicht weg. Bogen weg? Ja. Holz weg. Zombiefleisch weg. Gunpowder weg. Boot weg. Sonnenblume weg. Wie habe ich Sonnenblume da reingekriegt? Knochen habe ich noch für Hunde halt, aber brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Weil das habe ich ja schon hinter mir. Ja, ja, ist schon hinter mir. So, dann ist da rein. Und das da rein. Ich habe noch Eisenerz. Da ist noch Eisenerz. Iron Ore. Wofür habe ich denn so viele Eisen bis jetzt verbraucht? Ich dachte, ich hätte noch einen Tacken mehr. Ah, da ist ein ganzes Deck. Ich dachte schon. Ich dachte schon. Holz rein. Dam, dam, dam. Nee, Quatsch, nicht Holz. Cobblestone, weiterer Ofen noch. Haben wir einen zweiten Ofen rein, damit das ein bisschen schneller geht. So. Oh, Hot Topic. Erstmal einen Ofen erstellt. Yay, natürlich. Der andere Ofen ist von selbst gewachsen. Dann, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus der Stack Eisen. Gut, daraus machen wir dann was Feines. Vielleicht ein zweites Schwert erstmal. Ja, das geht bald flöten. So eine Art oder auch eigentlich eine Spitzhacke, weil die Dierspitzhacke wollte ich auf Dauer jetzt nicht mehr verbrauchen. Ich dachte, ich könnte nochmal, warte mal, in Nether gehen und vielleicht dann halt nochmal eine andere Richtung einschlagen. Ich bin ja ewig lange eine gelatscht, weil hier habe ich alles abgeklappert. Hier bin ich bis jetzt, ich bin da gewesen zuerst, dann bin ich da, dann da und hier so halb, ja. Aber in der Hölle bin ich bis jetzt nur in eine Richtung gelatscht, so 5 Parts oder so und wieder zurück. Ich gehe mal in die andere, das wollte ich auch noch machen. Ist, wenn dann immer noch keine Festung da ist, dann kann ich mir auch nicht mehr helfen. Dann muss ich nochmal, glaube ich, in der Hölle bin ich irgendwie in eine gegangen, in die gegenüber. Da muss ich nochmal die da und da dann gehen. Es gibt immer 4 Richtungen. Ich guck mir das mal an. So, apropos hier oben, ne? Fisch müsste ich auch nochmal angeln, glaube ich, ein bisschen. Immer so ein bisschen kurz hier angeln, die ins Wasser halten. So, ich brauche eine Axt und eine Schaufel. Und Werkzeuge heißt eigentlich auch eine Hoe. Das heißt, ich bräuchte eigentlich auch noch eine Diamanthoe. Das heißt, Diamantwerkzeug und Hoe ist ein Werkzeug. Tja, da habe ich mir ein Eigentor geschossen. wird schon gehen. Apropos Bücherregal, wie sieht es denn damit eigentlich aus? Brauche ich dann, hatte ich eigentlich immer so Zuckerrohr noch gebraucht? Und aus dem Zuckerrohr... Warte, wollte ich Bücher machen? Ja, Moment.
Ich kann ja hier hinten jetzt dam. Jede Menge Papier nochmal wieder machen. Weil ich es kann halt. 48 und damit braucht man noch Leder. Dann haben wir Bücher gekriegt. So, und ich habe insgesamt 45 Bücher gebraucht für die Regale. 37. Weil, 3 Bücher für ein Bücherregal und 15 Bücherregale brauchen wir. Heißt ein Klartext, ich brauche noch ein bisschen Zuckerrohr, damit ich hier die voll kriege. Okay. Haben wir es im Überblick. Gut. So, ich könnte trotzdem mal aufmachen. Ist gerade dunkel, ich weiß, aber ich kann so lange rumtingeln, weil hier bin ich ja mobsicher. Ein weiterer Ofen. Und den kann ich hier reinhauen. Und hier tun wir mal die Steak rein. Besteak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und hier kommen auch wieder 8 Kohle rein. Da wird das durchgeschmolzen halt für ein bisschen Mampf. Okay. Eisenspitzhacke. Ich hau die mal in Sticks durch, weil es halt eine spezielle Holzsorte war. Dum. Ja, die nochmal. So. Den Enchantment Table. Den tue ich mal irgendwo hier vorne hin. Aber das war auch schon wieder Fail hier. Hätte ja der Creeper mir das alles in die Luft gejagt. Gefällt mir nicht. Ja. Schaufel wäre mal ganz nett. Hab ich schon auch schon wieder nicht. Ich mach gleich eine Schaufel. Ja, ich mach ja gleich. Moment. Ganz entspannt. Gleich kommt die Schaufel. Ich weiß, dass ich einen Spitzhacker baue. Und es sind schon wieder 12 Minuten rum. Ich habe keine Ahnung, wieso es schon wieder 12 Minuten rum. Ein Eisengolem kann ich gleich machen. Ja. Irgendwo hier kommt noch ein Zaubertisch. Tun wieder zurück. Ich habe gedacht, hier wäre noch das Ding. Aber irgendwie ist das in die Luft geflogen. Und ach, keine Ahnung. Zaubertisch back. So, das kommt hier hin. Schaufel. So, endlich mal wieder eine Schaufel. Ah. Jetzt feiern alle, weil ich nicht wieder eine Schaufel habe. Gut, jetzt kann ich hingehen. Und das theoretisch ja zu Blöcken ver... Huh. Kein Eisen derzeit durchgeschmolzen. Für einen Eisengolem brauche ich 4 Eisenböcke. Und 4 mal 9 sind bei mir 36. Müsste gerade so gehen. Ein Eisengolem raus, das schaffen wir noch in dieser Folge. Das packen wir noch. So, und jetzt ist meine kleine Bumsbude zu fett, zu klein, zu eng, wenn ich hier den Typen noch reinstecke. Deshalb machen wir den Golem mal hier. 1, 2, 3, 4, 5. Golem geschafft. So. Nächstes Ziel noch erreicht. Ja, es ist da schon mal was. Schön. Nächstes Ziel erreicht. Herr Golem, bleib jetzt hier oben stehen. Genau, ich soll den craften. Das heißt nicht finden. Das heißt, wenn ich jetzt im Dorf einen finden würde, hätte das nicht gezählt. Eisengolem muss man craften. Das heißt, craft ein Eisengolem oder craft einen Schneemann. Genau. Beide gemacht und auch 2 Ziele erfüllt. So. Ist halt die Frage. Ich glaube, Wasser einmal ein Bett ist sinnlos im Nether. Bogenschwert. War nochmal ein zweites Schwert. Man weiß ja nie. Eisen. Da ist Eisen. Ein zweites Schwert für den... Ah, habe ich schon. Ups. Ganz übersehen. Sorry, nicht gesehen. Nicht gesehen. Jetzt habe ich es gesehen. Ich habe Cobblestones für Markierungen, die ich mir wieder setzen kann, damit ich zurückfinde. Ich habe das hier und dann kann ich hier Cobblestones nehmen. Dann geht es in den Nether. Gucken wir uns mal in die andere Richtung an. Jetzt die einzige Hoffnung, die ich habe, und dann suche ich eine geeignete Stelle und gucke mal, ob ich da ein Portal platzieren kann. Wo es dann weitergeht, so. Wo war ich denn schon? Diese Richtung war ich schon. Ich glaube, bin ich 4 Folgen oder so lang gelatscht. Jetzt sehen wir einen Closer noch in hier auch. Jetzt gehe ich mal in die hier. Also exakt die entgegengesetzte Richtung. Ich versuche mal eine Treppe zu machen, irgendwie runterzukommen. Ho. einmal hier drüben Markierung schon mal setzen. Wenn ich mich nicht verirren tue. Komme ich irgendwo runter? Vorne. So, nächste Markierung. Nächste Fackel. Und die Folge ist auch gleich schon voll. Ich bin dankbar fürs Zuschauen, sage ich jetzt gleich schon mal. Und wir sehen uns dann
im nächsten Part. Warte, 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 ich kann gerade nicht. Du hast, erwischt mich gerade ein bisschen schneller. Ich kann gerade nicht. Wir sehen uns im nächsten Part und... Versteck mich drin. Puh. Tschüss.